Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted im Singleplayer mit heute einem ganz speziellen Wagen für eine ganz spezielle Folge. Wir fahren niemand geringeren als den Back Mono oder Back Mono heute. Das finde ich verdammt geil. Man guckt euch diesen Wagen an. Richtig nice. Schaltet man auch, glaube ich, auch einen der letzten im Online-Modus frei. Hat eine Top-Steuerung. So, dann haben wir eigentlich nur den Bugatti. Jetzt haben wir einen Lamborghini. Na gut, der kostet was. Der kostet auch was. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch den Porsche 918 Spyder. Und den Bugatti Veyron Supersport, den wir in der letzten Folge nach langen Ringen geschlagen haben. Aber ich möchte jetzt endlich ein Rennen mit dem Ding fahren. So weit weg, ne? Energieschub-Nitro. Das will ich mir mal holen. Das probieren wir nochmal aus. Also allein schon diese Zündung. Voll der geile Wagen. Die Steuerung ist wirklich, wenn man sich die Werte anguckt, richtig top. Das werdet ihr bei der ersten Veränderung, die wir einbauen, sehen. Richtig geiler Wagen. Ähnlich wie der Ariel, aber noch mal eine Ecke geiler, finde ich. Cool, dass wir den gefunden haben, auf jeden Fall. Und ich meine, langsam ist jetzt auch was anderes. Na, jetzt sag mir mal das Modell, du Hund. Das weißt du nämlich nicht mal. Deine Bitch. So, 11 Sekunden Verfolgungsdauer. Easy, Standard. Ich freue mich richtig auf diese Folge mit dieser kleinen Seifenkiste. Die auch ganz gut was aushält, ne? Also mehr als der Aventador schon zumindest mal, habe ich das Gefühl. Ein nicer Wagen auf jeden Fall. Gut. Und seine Worthiness muss er dann gleich proven beim schweren Rundkursrennen, aber scheint in Downtown zu sein. Und Downtown ist eigentlich perfekt für das Ding hier. Crush Hour. Denn, ja, man muss schon wirklich sagen, dass die Steuerung, das Handling von dem Ding 1A ist. So, ein Rennen, das wir anscheinend noch nicht gefahren sind. Zumindest habe ich jetzt kein Speedwall-Ergebnis erblicken können. No entry, police line, do not cross. Ja, das spricht alles für uns. Ab in den Hughes Park eingegassen, alles perfekt. Also der Back Mono sollte hier seine Stärken ausspielen können. Oh, eine Cobra. Schöner Wagen, mein Freund. So, ich werde diesmal auch nicht auf Takedowns gehen, weil es wirklich ein schweres Rennen ist, sondern maximal versuchen, einfach Erster zu werden. Okay, auf Gras sind wir nicht so schnell. So, die Cobra hat sich schon ein bisschen ausmanövriert. Alter, guckt euch dieses Handling an. In den Kurven kann man gegen so ein Bentley Continental richtig was gut machen. Den Gallardo lassen wir auch easy hinter uns. So, den Sprung, da kann ich mir mal für die nächste Runde merken, aber jetzt erstmal noch nicht. Das ist ein Rundkurs, irgendwann solltet ihr das schon merken, aber da habt ihr natürlich ein bisschen die Schwäche gesehen. Das Ding ist labil as fuck, leider. So, wir sind Sechster, also Letzter. Aber vier sind direkt vor uns und dann der Erste setzt sich halt gerade ein bisschen ab. Ja, Genehmigung erteilt. Kannst mir schön mal jagen. So, ja, hier machen wir halt wieder richtig gut. Aber die Cobra triggert mich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen der Topspeed gerade. Das ist am ehesten so mein Gefühl, woran es gerade hapert. Na gut, aber der Erste ist wieder einigermaßen in Range.
dazwischen müssen die Cops doch jetzt auch mal begriffen haben, welche Rennstrecke wir fahren. Ah, fuck. Das war wieder der Fehler, weil wir da so viel Speed verlieren. Also Zweiter werden wir auf jeden Fall noch, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber Erster wird halt sehr, sehr schwer. Ich bin hinter dem Führenden her. Und zwar wirklich auch hinter ihm her. Ah, da vorne ist das Ziel. Oh, uns fehlen ungefähr 50, 100 Meter. Schade. Aber ich bin jetzt nicht dem Bug-Mono abgeneigt. Nach diesem Rennen. Das definitiv nicht. So, ihr seht, Steuerung wird noch besser, Robustheit wird noch besser. Im Gelände merkt man halt sofort, das ist gar nichts für den. Das war ein Audi A8 Roadster. So, sind wir jetzt schon entkommen oder nicht? Ich fahre mal auf Verdacht ein bisschen. So ein bisschen Meter hinter uns und die Polizei lenken. Lenken vor allem. So, jetzt haben wir wieder den altbewährten Bug, dass die Karte nicht nachlädt und da zwei Cops sind. Ich versuche noch zu drehen, Leute, aber das wird, glaube ich, nichts. Nee, wisst ihr was? Das Beste ist, dem hier direkt geradeaus entgegenzufahren. So rum, weil so sind wir direkt wieder in der Fluchtphase. Eigentlich sollte die Innenstadt hier perfekt dafür sein, den Cops zu entkommen, weil wir einen kleinen, schnell und wendigen Wagen haben. Ah, verdammt, das war ein Crash. Leider Gottes. Aber halb so wild, die Cops haben keine Ahnung, wo wir stecken. Da hinten kommt aber noch mal einer. Nice, verfolgen ihn. Kommen. Wir haben eine Wechselstelle gefunden. Jetzt gucken wir nochmal, was haben wir denn hier? Nitrobrenner. Ja, komm. Leichtes Sprintrennen, Nitrobrenner. Kann bei dem Ding nicht schaden, weil teilweise ein bisschen der Topspeed fehlt und damit kann man ja noch ein bisschen mehr, eher Beschleunigung zwar, aber auch ein bisschen mehr Topspeed rauskitzeln. Vor allen Dingen ist das hier schön dicht bei 700 Meter, das ist ja nix. Dann nehmen wir das auch noch schön mit. So. 799.000 Punkte. Königsacker GRR hat das erste als Wagen, alles klar. So, den sind wir aber schon öfter mal gefahren, deswegen... Hallo? Achso, ich habe schon übersprungen, wollte gerade sagen, deswegen überspringen wir das mal, aber wir haben schon übersprungen. 5 Kilometer, das war mal ein schwerer Sprint. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt als leicht eingestuft wird. Vielleicht, weil Gegner einfach schlecht sind. Aber wie ich hier an denen vorbeiziehe und wie es eben im anderen Rennen war. Ich meine, klar, so ein Bugatti Veyron lassen wir locker stehen mit dem Wagen hier. Easy. Aber man kriegt halt schwer Takedowns hier mit hin. So, Karte lädt nach. Das ist aber irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Online war das ja auch nicht so. Dass die Karte immer so extreme Probleme hatte nachzuladen. Naja, wer weiß das schon. Ich will mir jetzt auf jeden Fall hier die 12.000 Punkte und den Nitrobrenner abholen. 2 Kilometer sind es noch. Man merkt, selbst wenn man gewissen Anschein in der Mitte fährt, der hat einfach so eine ausbalancierte Aerodynamik für den Asphalt, dass er da auch ordentlich verliert. Also Offroad ist das Ding einfach nicht zu gebrauchen. Aber Onroad kann man damit ganz gut Tempo machen. So, die Abkürzung werde ich aus genannten Gründen jetzt auch nicht nehmen. Okay, und da vorne haben wir das Ziel. Schön. Nochmal abgebremst, auf fies, 2 Mods freigeschaltet. Ja, Geländereifen, vielleicht braucht der Typ das wirklich. Wer weiß. Ja,
Ja, guck mal, wie hoch Gelände hoch geht. Das werde ich schon mal anwenden. Und die Truman auf jeden Fall. So. Na komm, darf ich? Die mich hier einfach zerstören auf offener Straße. Das ist Vandalismus. Das ist kriminell, ist das. So, Liberty Park. Straight to the point. Hinterhalt. Sprintrennen. The Getaway. Das könnte der eigentlich schon schaffen. Komm, machen wir das nochmal als Folgenabschluss. Hallo, Mr. Cop. Alles easy. Nice. Okay. Ja, sieht schon übel aus mit der Nitro-Zündung. Okay. Diese Tempojagd haben wir schon in einer letzten Folge versucht mit dem Aventador und sind gescheitert. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Wagen wieder bessere Chancen hat. Weil er einfach schön schnittig ist und gut die Kurven nehmen kann und wenig Crashes verursacht. Okay, ich schnacke die ganze Zeit und fahre einfach mal an dem Point vorbei. Sieht aber geil aus, wie die Nitro-Einspritzung rauskommt. Aus der Düse. So, das wird dann auch das letzte Rennen für die heutige Folge sein. Dann dürfte das so passen. Okay, da war noch einer. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Nitro sparen. Aber ihr seht, man kann den echt gut ausweichen. Also ich habe da eigentlich, ich truste da eigentlich schon meinem Bergmono. Weil in der Tempojagd, wenn ich mich richtig erinnere, auch eben so ein bisschen solche Passagen drin waren. Warum jetzt ein Cop? Komm. Warum jetzt ein Cop? 1,6 Kilometer vor meiner Destination. Das verstehe ich echt nicht. Lass mir doch ein 10,42 sein, mir doch egal. Fuck, der eine Cop passt uns jetzt ab. Oder auch nicht. Sehr schön. So muss das. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Wagen ihr empfiehlt, um so eine richtig lange Verfolgungsjagd auch für einen Multiplayer-Modus zu machen. Würde mich interessieren auf jeden Fall. So, mit dem Ariel hatten wir 192,7 Stundenkilometer. Und ich möchte jetzt 193 erreichen. Wir sind so knapp gescheitert letztes Mal. Oh ja, das kennen wir schon. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber wir können es schaffen. So, erstmal jetzt hier schön auf Speed gehen. Nee, okay. Nein, alles gut. Alles gut. Das müssen wir nochmal versuchen. Der Anfang muss wirklich schnucklig gut sein. Ja, komm, bla bla bla. Und auf geht's. Okay. Schön auf der Straße bleiben. Und ich sammle jetzt hier erstmal Nitro, damit wir gleich wieder beschleunigen müssen. Da auch gut was machen können. So, weil jetzt wird es hier nämlich entscheidend, dass wir hier Tempo machen. Okay, ich glaube, wir sind im Gelände einfach zu schlecht, weil er uns hier voll übers Gelände führt. Ja, never wird das was. Ja, 1,8 Kilometer, das kannst du vergessen. Oder? Ja, das kannst du wahrscheinlich vergessen. Updates, 193 soll man den kriegen. Alles klar. Never mind, aber never ever. Na gut, es hat nicht sein sollen.
180 schaffen wir mal gerade, weil der ist halt im Gelände zu langsam, das habe ich unterschätzt. Gut, kurzes Getriebe verfügbar. Ja gut, machst du nix, ne? Machst du nix. So, anwenden. Give me that. Dann kommen wir hier noch kurz. Ja, dann werde ich diese Folge auch beenden. Zentrale, ich habe den Verdächtigen verloren. Alle Einheiten. What the fuck? Und die Fahndungsstufe sinkt auch nicht währenddessen, sondern die Cops kommen wahrscheinlich nur näher. Tja, ich kann auch nach hinten gucken, sonst kann ich nichts machen. Wirklich nervig mit diesen Nachladern. Kann ich einfach jetzt zum anderen Wagen springen? Vielleicht. In Verfolgung nicht verfügbar, alles klar. Ja, ich glaube, Leute, ich beende mal diese Folge hier an dieser Stelle mit diesem traurigen Standbild, weil irgendwie kommen wir jetzt ja so nicht mehr weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.